Hi Leute, Desano hier. Ich zeige euch heute in einem Video, wie ihr an alle 26 exotischen Waffen in Division 2 kommt. Das Ganze ist kurz vor Project Resolve und der Season 3. Das heißt, da werden locker noch mindestens zwei exotische Items mit hinzukommen. Wie viel davon Waffen sind, wir werden es sehen. Wir werden es extern behandeln in einem anderen Video. Aber hier seht ihr alle 26 bis dato zu bekommenen Waffen in Division 2. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne ein Abo, Like da. Schaut gerne auf Twitch und bei uns im Discord vorbei. Und lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da. Schaut hier, über 70% von euch haben kein Abo. Kostet euch nichts. Den Button, Papa freut sich. Wir sind auf dem Weg zu den 10.000 und jetzt ab das Video. So, bevor wir loslegen, möchte ich einen kleinen Disclaimer raushauen. Ich werde in dem Video ziemlich oft über zielgerichteten Loot sprechen. Für alle, die Neueinsteiger sind oder ganz lange Zeit nicht gespielt haben. Zielgerichtete Loot, den habt ihr ja, wenn ihr hier die Open World aufmacht und dann die PlayStation ist das Joy-Kreuz nach oben, bekommt ihr den entsprechenden zielgerichteten Loot angezeigt. Hier für Missionen, hier für entsprechende Gebiete und hier im Countdown-Modus und im Summit könnt ihr ihn euch selbst einstellen. Dort habt ihr hier so die Möglichkeit, das einzustellen, was ihr zusätzlich zu dem normalen Loot, der droppt, mit einer gewissen Chance noch eher bekommen möchtet. Warum das in der ganzen Open World immer noch nicht funktioniert, ist mir immer noch ein Rätsel bis heute. Ich hoffe, das kommt irgendwann. Und ansonsten halt klar, ne? Dadurch, dass wir die exotischen Waffen jetzt behandeln, habt ihr halt wie hier zum Beispiel in dem Gebiet, wenn jetzt Sturmgewehre. Ja, nur so zum Beispiel. Also, aber jetzt legen wir mal los. So, ich muss noch mal kurz dazwischen grätschen. Und zwar ganz, ganz wichtig, was ich vergessen habe. Mit der nächsten Season 3, das heißt, ihr werdet nicht mehr allzu lange warten müssen, wenn ihr das Video hier schaut, wird es die Möglichkeit geben, dass jede exotische Waffe umgewürfelt werden kann. Quasi das dritte Attribut kann geändert werden durch eine Rekonstruktion an der Crafting Bank. Und deswegen nehmt das dritte Talent nicht für voll. Ihr könnt es bald ändern und eurem Spielchen entsprechend anpassen. Die exotische Pistole Freiheit bekommt ihr über eine Questreihe, die ihr abschließen müsst. Was ihr definitiv an Sachen braucht, um sie zu craften, ist, solltet ihr sie finden, eine normale D50. Eine Desert Eagle spart ihr euch auf, weil ihr werdet sie später brauchen, wenn ihr die Waffe craften wollt. So, kommen wir aber zur Freiheit. Was kann das Ding? Das Ding hat das Talent Freiheit oder Tod, Treffer gewähren 2% Waffenschaden, es sind bis zu 30 Stapel möglich, Kopfschüsse verbrauchen alle Stapel und reparieren ihren Schild um 3% pro Stapel. Ist eine sehr, sehr geile Waffe mit einem hohen Grundschaden, der richtig gut Damage macht und halt prädestiniert dazu ist, wenn man ein Build spielt, ein Tank-Build spielt oder so mit einem Schild. Je dicker das Schild, desto besser. So, wie kommt ihr aber da dran? Und zwar, wie gesagt, wir hatten schon, dass ihr die D50 braucht. Und ansonsten müsst ihr eine Questreihe durchlaufen. Und zwar sind das mehrere Missionen, die ihr abzuarbeiten habt. Die letzte Story-Mission im Kapitol, die gibt euch quasi das erste Material, das ihr braucht. Und das ist der Abzug und Mechanismus. Den bekommt ihr am Ende von Captain Kendra Nelson. Wenn ihr sie tötet, bekommt ihr halt, wie gesagt, diesen Abzug und den Mechanismus. Als nächstes müsst ihr in die Mission American History Museum. Dort müsst ihr Captain Briggs töten und von ihm bekommt ihr Pistole, Verschlussgehäuse und Lackierung. Als nächstes müsst ihr ins Viewpoint Museum. Und hier müsst ihr Staff Sergeant Carl Wade umlegen und von dem bekommt ihr Visier und Schiene, die ihr braucht. Die letzte Mission, die ihr machen müsst, ist im Space Administration Headquarter und dort müsst ihr Master Sergeant Steve Junior Kiras umbringen und dort bekommt ihr Griff und Marke und halt die Blaupause, um Kendras Freiheit herstellen zu können. Wenn ihr das erlegt habt, braucht ihr nur ein paar Ressourcen, die D50, ne, die solltet ihr bereithalten auf jeden Fall und dann könnt ihr diese Pistole craften. Natürlich gilt auch hier, je nachdem, wenn ihr mit Leuten unterwegs seid, die Waffe schon haben und ihr lauft zielgerichteten Loot für Pistolen, dann kann es sein, dass den Leuten, die sie schon haben, die droppt und die können sie dann euch weitergeben und somit würdet ihr den Step der Missionen überspringen. Aber ich meine, macht ja Bock, das zu machen, deswegen könnt ihr das ruhig angehen. Wie gesagt, die richtige Reihenfolge muss stimmen.
handelt ihr einfach so ab, wie ich es euch gesagt habe, und dann kommt ihr definitiv an die Freiheit ran. Die exotische Pistole Fleißiges Bienchen ist ein sehr, sehr ausgefallene Pistole tatsächlich. Optisch ziemlich cool. Kommt sie mit dem Talent Fleißiges Bienchen. Jeder Schuss auf ein anderes Ziel gewährt einen Stapel bis zu einem Maximum von 10. Gewährt jeder Stapel eine Erhöhung des Waffenschadens von 20%. Die Stapel werden ausgelöst, wenn der Agent die Waffen wechselt, und halten für 10 Sekunden die ganzen Stapel. So, diese Waffe, die kam in der Season 10, war sie quasi im Season Pass, war sie mit drin, in Titel-Update 16. Und ja, ihr könnt sie bekommen über exotische Behälter oder im zielgerichteten Loot für Pistolen. Voraussetzung ist wohl hier, was ich auch nicht gewusst habe, ist wohl hier, dass man die Blaupause für die Freiheit, aber das sind wir ja eben schon durchgegangen, wie ihr an die Freiheit kommt über die Quest. Wenn ihr die Blaupause dafür habt, erst dann kommt dieses Fleißige Bienchen mit in den zielgerichteten Loot für Pistolen hinein. Deswegen achtet darauf, dass ihr, wenn ihr die haben möchtet, dass ihr die Freiheit auch schon erledigt habt, und dann viel Glück beim Farmen. Die exotische Pistole Regulus ist eine der wenigen, beziehungsweise es ist die einzige exotische Waffe, die den Raids geblieben ist, die man wirklich nur über die Raids bekommen kann. Und das Ganze läuft über eine entsprechende Quest ab. Wie, zeige ich euch gleich. Was kann das Ding? Ist sehr, sehr geil. Es hat das Talent Königsmord. Kopfschusskills verursachen eine Explosion im Umkreis von 5 Metern und bewirken bei allen Gegnern 400% Waffenschaden und den Effekt blutende Wunde. Das ist richtig, richtig geiles Ding. Die meisten One-Shot-Builds, die arbeiten mit der Regulus. Es ist einfach ein Knaller-Ding. Solltet ihr definitiv machen. Der Raid macht Spaß und die Waffe lohnt sich definitiv dort zu holen. So, wie ihr das Ganze macht, und zwar müsst ihr dafür in den Raid die Operation Stahlross, und wenn ihr dort drin seid, ist es so, dass wenn ihr den Raid schafft, wenn ihr ihn bisher noch nicht gespielt habt, wie gesagt, ihr müsst auf die Schwierigkeitsstufe normal spielen, ihr könnt auch auf Entdeckermodus spielen, aber das gilt halt für beide Raids. Wenn ihr die entsprechenden Spezialwaffen haben möchtet, muss das Ganze auf normal passieren. Im Entdeckermodus ist wirklich nur so ein kleiner Schnupperkurs. Deswegen schaut, dass ihr in eine Gruppe reinkommt. Unsere Community ist groß genug und super genug, um da Teams aufzustellen, und geht damit rein. Auf jeden Fall. Stufe 1 ist, ihr geht in den Raid rein. Im Idealfall schafft ihr den und könnt dann zu Stufe 2 übergehen, wo ihr das Projekt von der Person hier im Weißen Haus bekommt. Ihr wisst ja, oben bekommt ihr die Projekte hier, und dann bekommt ihr ein spezielles Projekt für den Raid. Das heißt, ihr müsst nochmal in den Raid reingehen. Und im Raid war es damals so, dass Bulwark und das Zukunftsinitiative-Set, ich muss mal gucken, ob ich das hier, ich zeig's euch, dass das Gießerei-Bollwerk-Set, beziehungsweise Brust und Rucksack davon, sowie das Zukunftsinitiative-Set, Brust und Rucksack, nur im Raid, im Staros Raid zu finden waren. Und ihr müsst halt im nächsten Step, müsst ihr den Raid nochmal laufen, bekommt währenddessen ganz besondere Materialien und müsst diese zusammen mit dem Kram, den ihr von dem Gießerei-Bollwerk und der Zukunftsinitiative bekommt, wenn ihr die klein macht, die Materialien, die müsst ihr spenden. Und wenn ihr die gespendet habt und das Projekt so abgeschlossen habt, müsst ihr nochmal den Raid durchlaufen, in einer frischen Woche natürlich, und könnt dann am Ende die Kiste öffnen und danach die Pistole craften. Und dementsprechend, es lohnt sich, wie gesagt, die Pistole ist richtig nice, da könnt ihr euch drauf freuen. Die exotische MP oder das exotische Maschinenpistole, die Gegenfeuer, ist auch optisch sehr, sehr cool, finde ich, und hat ein ganz spezielles Talent, wo man ganz speziell bauen muss, damit es einem nicht auf den Sack geht, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe da auch ein bisschen was gebaut dafür, wo das Sinn macht und sie nicht nervt, weil das Talent ist sehr speziell, cool, aber sehr speziell. Und zwar ist es Bezahlung in Naturalien. Wenn Gegnern Schaden zugefügt wird, wird ein Stapel mit plus 1% Schaden durch kritische Treffer bis zu einem Maximum von 200 hinzugefügt.
Stapel halten 10 Sekunden lang. Beim Nachladen wird 10 Sekunden lang blutende Wunde hinzugefügt, die 0,5% Rüstungsschaden pro Stapel verursacht. Heißt, wenn ihr das nicht unter Kontrolle bekommt, diese blutende Wunde entsprechend bastelt, bekommt ihr immer diesen Debuff, der euch Leben abzieht und euch die Sicht ein bisschen rot einfärbt, was total bescheuert ist, und ihr euch nicht mehr komplett gut bewegen könnt. Deswegen sehr, sehr coole Waffe in speziellen Szenarien und in speziellen Builds, kann sie richtig gut abgehen. So, wie kommt ihr daran an das Ding? Die gab es mal in der Season 3 als Season-Belohnung und ihr könnt sie über zielgerichteten Loot für Maschinenpistolen bekommen und über exotische Behälter. Die exotische Maschinenpistole Schnatterente ist eine der coolsten MPs im Game tatsächlich. Optisch und vom Talent her ziemlich geil. Wie er an sie rankommt, ist ein bisschen tricky, macht aber sehr viel Spaß tatsächlich. Und was kann das Ding? Ihr seht, das hat Talent anschwellendes Geschnatter. Wenn sie nachladen, erhöht sich die Feuerrate des gesamten Magazins um 20% für jeden Gegner im Umkreis von 15 Metern. Maximale Stapelgröße ist dabei 5 und Kills füllen 50% ihres Magazins wieder auf. Bedeutet im Umkehrschluss, dass ihr stellenweise, nachdem ihr nachgeladen habt, ist die Waffe B in einem kleinen Overdrive-Modus. Und wenn ihr dann Gegner ständig tötet, müsst ihr theoretisch gar nicht mehr nachladen. Ihr könnt komplett durchballern. Ist in manchen Situationen absolut nice. Und ihr seht ja, das Ding ist optisch sehr, sehr schön. So, wie sieht das Ganze aus? Wie kommt ihr daran? Ihr müsst auch diese craften und braucht dafür verschiedene Materialien. Das erste Material, was ihr braucht, und behaltet auch wieder die Reihenfolge im Auge. Ihr braucht Fraktionsschlüssel von den Hyenas. Die findet ihr eigentlich überall. Wenn ihr die Hyenas umlegt, die droppen auch hin und wieder welche. Und wenn ihr Aufgaben macht, ihr solltet eigentlich genug haben. Dann gibt es von diesen Fraktionen jeweils immer so kleine Boxen, die ihr aufmachen könnt. Habt ihr bestimmt schon gesehen in der Open World oder in Missionen soweit. Und diese müsst ihr halt aufmachen, um die entsprechenden Sachen zu bekommen, um die Schnatterente bauen zu können. Fangen wir aber mit dem ersten Material an und das wäre der geladene Kanister. Dafür müsst ihr in die Mission Hotel Grand Washington und wiederholt hierzu einfach die Mission. Ihr könntet auch solo auf dem Schwierigkeitsgrad normal machen, falls ihr die Mission abbrechen wollt, sobald ihr den geladenen Kanister gefunden habt. Und diesmal, wir müssen halt jetzt im Hotel Grand Washington den Container der Hyenas suchen. Einen findet ihr in einem der kleinen Badezimmer, kurz bevor ihr das Dach erreichen sollt, um Eleanor Sawyer zu retten. Das Badezimmer findet ihr auf der linken Seite hinter dem riesigen Loch in der Wand, wenn ihr den Hauptkorridor entlang lauft. Die zweite Mission, in die ihr rein müsst, ist in das Jefferson Trade Center. Natürlich jetzt nicht in der Invasion, sondern normal, wenn ihr gegen die Hyenas fightet. Wiederholt hierzu einfach auch die Mission. Ihr könnt auch solo auf dem Schwierigkeitsgrad normal machen, dass ihr es wurscht, falls ihr ein bisschen abbrechen wollt, sobald ihr das kreative Magazin gefunden habt. In der Regel ist es aber super, wenn ihr das komplett durchlauft. Wenn ihr am Quest-Schritt Agent Espinosa finden in der Tiefgarage seid, findet ihr einen Container der Hyenas an den Loading Docks, an denen die Band stehen, unmittelbar bevor ihr in die Tiefgarage über das Treppenhaus verlasst. Ihr seht das, ihr könnt es eigentlich nicht verfehlen. Ihr seht dann einen kleinen Gabelstapler oder was das ist, plus diese zwei Trucks. Und wenn ihr da hinterlauft, habt ihr da auf jeden Fall schon mal eine Box, die ihr halt mit den Hyena-Schlüsseln aufmachen könnt. Und dort sollte das kreative Magazin zu finden sein. So, das dritte Material, was ihr braucht, ist die Mod-Mod. Und die findet sich in keiner Mission. Die sind quasi in den Kisten hier in der Open World drin. Besonders hier im Judiciary Square. Ist schon ein bisschen länger her bei mir. Was auf jeden Fall sein soll. Ihr seht es hier. Hier ist ein Hyena-Schließfach. Mittlerweile seht ihr das so deutlich besser hier. Ihr könnt die ablaufen und könnt halt dort den Mod-Mod rausholen. Hier tatsächlich ist es mit am einfachsten, wenn ihr in den Innenhof hier kommt und von dem aus hier in das Gebäude in nördlicher Richtung betretet. Hier findet ihr zwei Fahrstuhltüren, von denen eine bereits offen ist. Geht hier hinein, klettert den Schacht hinunter. Im unteren Stockwerk folgt ihr dem Gang bis zum Parkdeck mit dem grünen Schimmer auf dem Boden. Am östlichen Ende steht groß Storage mit einem fetten Pfeil an der Wand. Geht in diesen Raum und öffnet dort den Container von den Hyenas und dann solltet ihr den bekommen. Wie gesagt, rennt hier dann einfach ab. Und dann ist gut. Macht es aber, wie gesagt, nacheinander, sodass keine Fehler in der Questreihe passieren. Das ist immer wieder ein Thema leider.
So, für den letzten Step müsst ihr ins Bankhauptquartier. Dort bekommt ihr die Blaupause. Und hier ist es so, ihr müsst euch durch die Mission kämpfen, bis ihr an den Teilabschnitt den Tresorraum lokalisieren kommt. Direkt bevor ihr hier die Fahrstuhltür aufschiebt und den Schacht runterklettert, seid ihr in den Büroräumen. Beziehungsweise in dem Büroraum. Hier ist eine RFID-Schlüsselkarte links in der Wand versteckt. Ihr seht es an diesem grünen Hyäna-Zeichen, an diesem braunen Schrank. Dort könnt ihr mit interagieren und bekommt halt dort die Schlüsselkarte. Ihr müsst ganz nah ranlaufen und dann sollte das schon auftauchen. Danach geht ihr weiter bis zum Tresorraum. Wenn ihr den Code dort eingibt, um den Tresorraum zu öffnen, findet ihr direkt links nach der Tür ein Schloss. Und das kann dann nur mit der RFID-Schlüsselkarte geöffnet werden. Vielleicht ist euch das so schon mal aufgefallen, wenn ihr in der Mission wart und habt euch gefragt, wie, da ist eine Tür, kann man da rein? Wie geht das? Genau so funktioniert das mit dieser Schlüsselkarte. In diesem Raum findet ihr wieder eine Kiste, die mit einem Schlüssel der Hyänas geöffnet werden kann. Und dort solltet ihr, wenn ihr alles vorher erledigt habt und die ganzen Mods habt, sollte da mit einer 100%igen Dropchance auch die Blaupause drin sein. Wenn ihr die habt, zack ab, könnt ihr an die Crafting-Station und dort eure Schnatterente craften. Die exotische Maschinenpistole Ouroboro oder Ouroboros, oder jeder hat da seine eigene Art, das auszusprechen, ist ein absolutes Monster mit einer der stärksten Waffen im ganzen Spiel. Das Ding hat ein Pseudotalent, das nicht wirklich zum Einsatz kommt, weil die Waffe an sich vom Grundschaden her und von der Feuerrate so krass ist, dass er alles niedermäht. Das Ding ist absolut brutal und gibt es zum Glück in einem Modus, den man wirklich spielen muss, der auch richtig Spaß macht, wo man sie sich wirklich verdienen kann. Und ja, schauen wir uns das Pseudotalent an, bevor wir hier weitermachen. Ihr seht, sie sieht relativ unscheinbar aus, ist aber ein absolutes Monster. So, das Talent ist Herrscher über alle. Wenn ein Agent von einem Statuseffekt betroffen ist, richten 50% der Munition im folgenden Magazin denselben Statuseffekt beim Gegner an. Dieser Effekt kann nur innerhalb des Gefechts auftreten. So, das ist allein schon so dermaßen pseudo und interessiert keinen, weil, ne, ihr seht, eine Schussrate, eine Feuerrate von 1485 Schuss pro Minute bei einem 50er Magazin, das ist so schnell weggerotzt, so schnell leer das Teil, dass selbst wenn ihr einen Statuseffekt bekommen würdet über das Talent, er würde gar nicht auffallen. Weil A, liegt der Gegner viel zu schnell und B, für ein, zwei Kugeln oder was? Also es ist egal. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Teil. Und wo gibt's das Ding? Division 2 hat endlich einen neuen Spielmodus, und zwar eine Incursion, die man aus Division 1 schon kannte. Ein Übergriff, eine Vierspieler-Aktivität, und das heißt hier in Division 2, es ist das verlorene Paradies. Sehr, sehr cooler Übergriff, macht wirklich richtig Spaß. Und dort habt ihr ähnlich wie in den Raids pro Boss, pro Encounter eine 1%ige Dropchance direkt von denen und halt einmal die Woche per Schlüssel, den ihr bekommt, wenn ihr die Kiste aufmacht, von 10%. Das heißt, hier sucht euch hier wirklich eine Gruppe. Unsere Community ist super genug, ihr werdet Anschluss finden und farmt euch das Teil, weil ihr werdet es nicht bereuen. Das ist absolut mega und die Mission macht halt super Spaß. Die exotische Maschinenpistole Todesbraut oder Lady Death ist ein sehr, sehr cooles Teil, optisch mit einer der schönsten Waffen im Spiel, finde ich sehr, sehr nice, und das Talent ist auch cool. Ein bisschen mehr Munition könntest du meines Erachtens vertragen, so 8 Schuss hätten auch noch gut getan. Und die hat ein sehr, sehr cooles Talent, und zwar ist es freies Atmen. Während sie sich bewegen, gewinnen sie 4 Stapel pro Sekunde oder 8, wenn sie sprinten. Maximale Stapelgröße beträgt hier 32, jede abgefeuerte Patrone verbraucht einen Stapel und verstärkt den Schaden um 75%. Kills gewähren 10 Sekunden lang 20% Bewegungstempo. Eine absolute geile Waffe für ein Run-and-Gun-Bild, für einen Spielstil, wo man die ganze Zeit nur rumtun ist. Sehr, sehr cool. Wo gibt's die zu finden? Mittlerweile bekommt man sie auch über zielgerichteten Loot für Maschinenpistolen und exotische Behälter. Die können die auffallen lassen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, so mit einer 3%igen Chance in New York, wenn ihr nach New York geht, dann habt ihr hier Bosse, die rumlaufen.
Da gibt es einige von. Da könnt ihr auch ein bisschen was farmen. Bei denen auch ein paar Collectibles könnt ihr bekommen. Und dort habt ihr dann auch nochmal extra die Chance auf die Todesbraut. Deswegen lohnt sich definitiv, je nachdem, was ihr macht, alles bietet die gleiche Chance oder ihr könnt es miteinander verbinden. Deswegen farmt euch das Ding. Ist wirklich eine sehr, sehr coole MP. Die exotische Pumpe. Die exotische Schrotflinte Scorpio. Zu der braucht man nicht allzu viel sagen. Für Leute, die sie jetzt nicht kennen, die sich vielleicht das Video angucken und gerne noch alles sammeln möchten, vielleicht wieder Einsteiger sind nach langer Zeit oder Neueinsteiger. Diese Waffe ist das Nonplusultra im ganzen Spiel. Es gibt kaum eine Waffe, die ihr das Wasser reichen kann. Das Ding ist einfach OP. Das muss man tatsächlich sagen. Das ist einfach zu krass. Sie sieht optisch sehr, sehr cool aus und hat ein ganz spezielles Talent. Das Talent ist septischer Schock. Durch das Treffen des Gegners kommt sich stapelndes Gift zum Einsatz, das 10 Sekunden lang wirkt. Je mehr Stapel, desto mehr schwere Schwächungen erleidet das Ziel. Bei einem Treffer ist es Gift, bei 3 ist es verschwommene Sicht. Da kommt dann der erste Statuseffekt mit ins Spiel. Bei 6 Treffern kommt mit Schock der zweite Statuseffekt und nach 7 Treffern nimmt das Ziel zusätzlich 20% Schaden, egal welchen Ursprungs. Es kommen danach keine weiteren Stapel hinzu. Das reicht aber schon. Die Dauer des Statuseffekts basiert auf der Anzahl der Partikeltreffer pro Schuss. Es ist echt abartig. Das Ding ist ein Crowd-Control-Damage und Team-Buff-Monster. Wo bekommt ihr das Teil her? Zielgerichteten Loot für Pumpen, für Schrotflinten einstellen. Aus exotischen Behältern könnt ihr sie ziehen. Und die war damals in der Season 4, gab es die als Season-Belohnung. Die exotische Schrotflinte Süße Träume ist ein sehr, sehr cooles Teil. Sie hat definitiv ihren Platz und ist in manchen Builds und manchen Spielmodi ist er einfach extrem mächtig. Ich habe sie bei mir in meinem legendären Tank-Build drin, weil die einfach gezückt, haust du jeden roten und jeden lila Gegner haust du sofort instant aus den Socken. Das ist einfach geil, während du dann mit einem schönen Schutz vor Elite-Build vor den gelben Gegnern stehen bleibst und die auslachst. Also es ist ein sehr, sehr cooles Teil. Die ist auch ähnlich wie eben angesprochen der Gnadenlos. Gibt es dort einen Skin für das Wiegenlied und den findet ihr auch, wie gesagt, auch hier über die Add-ons. Dort in dem Deluxe-Paket seht ihr exotische Schrotflinte Wiegenlied. Braucht ihr nicht unbedingt. Wie gesagt, wenn euch der Skin besser gefällt, dann könnt ihr das natürlich machen. Ansonsten ja, bleibt einfach bei der süßen Träume. Was ist das Talent der süßen Träume? Wir haben es eben schon ein bisschen angesprochen. So beiläufig. Nahkampfangriffe töten Nicht-Elite-Gegner sofort. Bei einem Cooldown von 15 Sekunden, absolut nice. In dem richtigen Bild, absolut nice. Auch für einen Heiler zum Beispiel, der Waffe so als Zweitwaffe, wenn man jetzt keine Scorpio oder sowas dabei hat, dann kann man damit auch mal schön losstürmen und kann ein paar Gegner auseinandernehmen. Ist ein, wie gesagt, situationsbedingte, sehr, sehr coole Schrotflinte. Und wo gibt's das Teil? Zielgerichteten Loot für Schrotflinten einstellen und oder das Farmen, wo es gibt, exotische Behälter und eine besondere Chance habt ihr bei Missionen und Endbossen der Outcast. Weil die Outcast sind ja die Fraktion, die zugehörig ist. Ihr seht ja so, manche Waffen sind fraktionsspezifisch auch vom Aussehen her. Die könnt ihr dann entsprechend bei den Bossen da auch nochmal mehr bekommen. Das exotische Gewehr, die Dr. Home, ist, ja, Glück hat sie den Skin geändert, weil das sah vorher mal aus wie eine Super Soaker, wie eine verkappte. Das Ding sieht jetzt ein bisschen besser aus, hat eine ziemlich coole Fähigkeit, ein ziemlich cooles Talent, was im Moment so ein bisschen auf Messers Schneide steht, je nachdem, wann ihr das anschaut. Ist es eventuell eine Verbesserung oder es ist so geblieben, weil Project Resolve ist in der Mache und die bringt so einige Verbesserungen für die Dr. Home parat haben. Ich bin gespannt. Das jetzige Talent, so wie sie jetzt ist, ist es Dr. Home. Wenn ein Gegner mit dieser Waffe getroffen wird, erhält er 5 Sekunden lang eine Markierung. Wenn das markierte Ziel getötet wird, gibt es einen Reparatur-Kit von 10% ab, das für die gesamte Party wirkt. Das Reparatur-Kit gewährt keine Bonusrüstung. An sich ganz cool.
Je nachdem, in welchem Bild man spielt. Und wie gesagt, in der ersten PTS-Phase von Project Resolve war es dann so, dass allein ein Kopfschuss gereicht hat, um das Rüstungskit zu triggern. Das war natürlich ein bisschen zu OP. Ich bin gespannt, wie sie das handeln. Auf jeden Fall definitiv einen Blick wert, die Waffe. Wie kommt ihr an das Ding ran? Zielgerichteten Loot. Zielgerichteten Loot für Gewehre, exotische Behälter, weil das Ganze war in der Season 10 eine Belohnung für den Abschluss der Fahndung damals. Jetzt könnt ihr sie halt, wie gesagt, ganz einfach so farmen. Kommen wir zum nächsten Gewehr, und zwar sind es zwei, wobei das eine ist ein Skin. Das gleiche gilt noch für eine andere Waffe, für eine andere exotische Waffe. Das war ein Pre- oder Deluxe-Pack-Bonus, das zeige ich euch aber gleich auch nochmal. Und zwar geht es hier um die Gnadenlos. Ist ein Gewehr, was auch ein sehr spezielles Talent hat. Ziemlich cool eigentlich, aber immer so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ich zeige euch aber ganz kurz noch die andere Variante. Wenn ihr hier auf Add-ons geht, dann seht ihr hier beim Deluxe-Paket hier exotisches Gewehr Skrupellos und exotische Schrotflinte Wiegenlied. Das sind einfach nur Skins, die ein bisschen besser machen. Also vom Optischen her, wenn es einem denn gefällt. Ne, davon abgesehen. Deswegen braucht ihr euch da keinen Kopf drum zu machen. Egal was ihr habt, ihr müsst euch nicht extra den Kram dafür holen. Macht eure Waffe nicht stärker. An sich sieht das Ding aus, als hätte ich das in meinem Hinterzimmer selber zusammengefummelt. Eigentlich ein ganz cooler Look. Und das Talent von ihr ist binärer Abzug. Diese Waffe schießt sowohl beim Ziehen als auch beim Loslassen des Abzugs. Falls beide Kugeln denselben Gegner treffen, gewinnt man einen sich stapelnden Bonus. Bei sieben gestapelten Boni wird ein um 500% verstärkter Schaden zugefügt und ein erschossener Gegner erzeugt eine Explosion in der Umkreis von 7 Metern, die 500% Waffenschaden hinzufügt und die gestapelten Boni verbraucht. Ein ziemlich cooles Teil, und je nachdem mit welchem Set man spielt, ihr müsst das Ganze mal, kleiner Tipp von mir, ihr müsst das Ganze mal mit einem Stürmer ausprobieren, wenn die Stacks voll sind. Zum Aufladen, klar, brauchen wir nicht drüber zu reden, ist ein Gewehr absolut kacke. Aber wenn ihr mit irgendeiner anderen Waffe die Stacks aufbaut und wechselt dann auf die Gnadenlos, dann wird es richtig lustig. Probiert das einfach mal aus. So, und wo bekommt ihr sie her? Einfach zielgerichteten Loot für Gewehre einstellen oder drauf achten und exotische Behälter und eine etwas höhere Chance. Beziehungsweise, wenn ihr genau wisst, haben Hyena-Gegner bzw. Hyena-Bosse. Deswegen könnt ihr auch ruhig manche Missionen laufen, wo ihr wisst, das ist eine Hyena-Mission und der Endboss hat auch eine Chance, die zu droppen. Das exotische Gewehr, die Revenus, ist eine der Waffen, die ja mal Raid-exklusiv waren, aber jetzt über andere Mittel und Wege auch zu bekommen sind. Optisch auch sehr, sehr geil, das Ding. Kommt das auch mit einem sehr speziellen Talent. Und das schauen wir uns hier mal an. Und zwar sind es Talente Gary und Freki. Einmal abdrücken, beide Läufe werden gleichzeitig abgefeuert. Von der rechten Schulter aus abgefeuert fügen Treffer offensive Zünderpatronen hinzu. Von der linken Schulter aus abgefeuert werden defensive Zünderpatronen hinzugefügt. Treffer von einer Schulter bringen alle Zünderpatronen der anderen Schulter, wenn vorhanden, zur Explosion. Beide Explosionen fügen offensive Zünderpatronen 100% Waffenschaden zu, während defensive Zünderpatronen 5 Sekunden lang plus 4% Bonusrüstung und 10% höheren Schaden an Rüstungsplatten gewähren. Die primäre Effektivität wird bei 10 Stapeln verdoppelt. Ihr seht schon, ziemlich speziell das Ding. Was ich eben gesagt habe, dass das Ganze mal nur im Raid zu bekommen war, und zwar hier, wie das Projekt Deregulus, könnt ihr die Waffe hier in der Operation Stahlross bekommen. Und zwar sieht es so aus, auch dort müsst ihr den Schwierigkeitsgrad normal auswählen, um überhaupt eine Chance dafür zu haben. Ihr habt pro Lauf eine ganz kleine Chance. Ich meine, lieber 1%, dass ihr bei jedem Encounter, bei jedem Boss, dass ihr euch droppt. Am Ende der Woche könnt ihr einmal die Kiste öffnen und könnt halt dort mit einer 10%igen Chance die Revenus rausziehen, wenn ihr Glück habt. So, die andere Möglichkeit daran zu bekommen, ist die Chance bei unter 1% aus der Dark Zone. Das ist ähnlich mit der Adlerträger, dass die beiden
ja, in der Dark Zone zu finden sind, mit einer Drop-Chance, wie wenn in der Open World ein Exo droppt von egal welchem Mob, die liegt bei unter 1%. So, lohnt sich auf jeden Fall, das zu farmen, allein für Sammler generell, aber es ist wirklich ein sehr cooles Gewehr. Das exotische Gewehr Diamantklapperschlange ist optisch, wie gesagt, auch ziemlich, ziemlich cooles Ding, hat ein sehr spezielles Talent und lässt sich über verschiedene Umwege bekommen. Es gibt sogar eine Variante, die, wo ihr sie garantiert bekommt. Das sage ich euch gleich. Vorher gehen wir mal auf das Talent ein. Und zwar ist das Talent Schmerzhafter Biss. Die Diamantklapperschlange markiert einen Gegner zufällig. Trifft man diesen Gegner, wird die Markierung entfernt und man erzielt garantiert einen um 20% verstärkten kritischen Treffer. Wenn der markierte Gegner getroffen wird, werden alle weiteren Treffer 5 Sekunden lang zu garantierten kritischen Treffern. Anschließend wird ein neuer zufälliger Gegner markiert, ebenso bei jedem Nachladen. Ziemlich cool, wenn man da ein bisschen was mit bauen kann, ist es echt ein sehr schniekes Ding. So, und wo bekommt ihr die Diamantklapperschlange her? A, über zielgerichteten Loot für Gewehre, dann über die exotischen Behälter. Und dann gibt es die Option, wo ihr sie garantiert bekommt, und zwar sobald das Candy College offen ist. Seht ihr hier, sobald es offen ist, ist halt nicht immer offen. Und dort müsst ihr dann die Candy-Bibliothek, müsst ihr dort das Rätsel lösen. Das ist alles kein Hexenwerk. Macht auch beim ersten Mal, macht es auch Spaß, ansonsten ist das Ganze leider eine verlorene Zeit. Und danach die Kenley-U-Bahn-Station und das Kenley-Studentenverbindung. Wenn ihr das alles drei gemacht habt, könnt ihr eine Kiste öffnen. Und in dieser habt ihr dann garantiert die Diamantklapperschlange drin. So, kommen wir zum exotischen Sturmgewehr Bighorn. Einer meiner Lieblingswaffen im ganzen Spiel. Optisch sowie vom Talent her. Oh, das ist sie falsch. Hier, sehr, sehr geil. Angelehnt an eine Steyr Orc. Richtig cool. Mit einem sehr, sehr speziellen Talent. Und Project Resolve, also Stand jetzt, das Talent wird nochmal gebufft, wird nochmal verbessert. Das heißt, die rotzt noch mehr rein und es lohnt sich noch mehr, die zu farmen. Aber schauen wir es uns jetzt mal an. Das Talent bisher Großbildjäger, während sie durch das Visier blicken, wechselt die Waffe in den halbautomatischen Feuermodus und fügt mit jedem Schuss 450% Waffenschaden zu. Kopfschüsse gewähren 2% Kopfschussschaden. Kann bis zu 50 mal gestapelt werden, ist die maximale Stapelzahl erreicht, verfallen alle 4 Sekunden 10 Stapel, bis alle Stapel entfernt sind. Durch Kopfschüsse verzögert sich der Verfall der Stapel. Das wird mit dem nächsten Update wird's schneller aufgebaut, man kommt schneller an das Maximum an Kopfschussschaden und das merkt man deutlich, das ist mega nice. So, wo bekommt ihr diese Waffe her? Die ist gekoppelt an legendären Content. Legendäre Bosse, die ihr umlegt. Sei es im Summit of Legendär oder in den ganzen legendären Missionen, die ihr laufen könnt, die ihr umschalten könnt, ne, die ganzen Festungen und so. Dort könnt ihr sie bekommen. Ne, mit einer 5%igen Drop-Chance von den Bossen und mit einer ganz niedrigen Chance, wie auch die Adlerträger und die Revenants in der Dark Zone. Die Chance liegt da aber unter 1%. Wie gesagt, lohnt sich definitiv. Geiles Teil. Das exotische Sturmgewehr Kondensator ist ja, die stärkste Waffe für Fertigkeiten-Builds überhaupt und für Fertigkeiten-Hybrid-Builds. Das Ding ist ein absolutes Monster und hat ein Upgrade bekommen, was das Outfit, das Design angeht, was richtig cool aussieht jetzt. Und das Ding, wie gesagt, absoluter Killer für Fertigkeiten-Builds. Was kann sie? Das hat das Talent Kapazität. Durch das Treffen von Gegnern werden Stapel bis zum Maximum von 40 gebildet. Jeder Stapel gewährt 1,5% Fertigkeitenschaden. Nach 5 Sekunden verfällt ein Stapel pro Sekunde. Für jeden Fertigkeitenrang, den man besitzt, gewinnt man 7,5% Waffenschaden. Das heißt, die Macht an sich stärkt schon die ganzen Skills und man macht schon mal recht guten Damage durch diesen Waffenschaden, den man über die Fertigkeitenränge bekommt. Also ein richtig cooles Teil. Und wo gibt's das Ding? Ich habe über das Teil ein Video gemacht, lange ist her, alter Vater. Und zwar bekommt ihr die primär über den Summit. Wenn ihr in den Summit reingeht, dann habt ihr dort die Möglichkeit, Aufgaben zu machen. Komm, wir hüpfen mal dahin. So, und zwar hier angekommen müsst ihr einen Lauf machen. Ihr könnt nicht mehrere Läufe machen. Heißt, je nachdem, welchem Stockwerk ihr seid, schaut, dass ihr hier die Herausforderungen, die ihr machen könnt. Ihr müsst 5 Stück nach Gang machen. Und hat dann die Kondensator freigeschaltet.
eigentlich, wie gesagt, kein Hexenberg. Sucht euch die Sachen aus, die euch am meisten liegen, die ihr gut bewältigen könnt. Macht die dann innerhalb eines Runs nacheinander durch und die Kondensator ist euer. Gleiches geht dann, sobald ihr sie habt, könnt ihr sie halt über zielgerichteten Loot bekommen und halt in entsprechend exotischen Behältern. Was natürlich ganz cool ist. Und das gilt halt auch wie für jede andere Exotik, außer die Raid-Exklusiven und so, dass ihr die weitergeben könnt, beziehungsweise bekommen könnt von jemandem, der den Kram schon erledigt habt. Und wenn die eben droppt, kann er sie fallen lassen und ihr erspart euch eventuell einiges an Farmerei. So, kommen wir zu einer weiteren Lieblingswaffe nahezu aller Division 2 Spieler und nicht mehr rauszudenken aus den meisten Builds ist die St. Elmo's Engine. Das Ding ist ein Monster. Absolut. Es ist eine LVOAC, die in Division 1 ein normales Sturmgewehr war, ein schnell feuerndes Sturmgewehr. In Division 2 war die Variante, wurde die als Gewehr eingestuft und die St. Elmo ist wieder ein normales, klassisches Sturmgewehr mit erhöhter Feuerrate. Und das Ding hier, ihr seht's, schon optisch sehr, sehr cool und das Talent ist absolut geistesgestört. Zusammen mit dem 70er Magazin, was echt krass ist, 850 Schuss pro Minute, dem sehr guten Grundschaden, hat das Ding mit dem Talent Actum S, das Treffen eines Gegners mit dieser Waffe gewährt einen Stapel. Bei 100 Stapeln wird das nächste Magazin mit Schockmunition gefüllt. Das heißt, man macht nicht nur richtig gut Damage damit, schießt nicht nur richtig schnell, um Stacks aufzubauen, sondern hat auch noch super Crowd Control drin, die im PvE sowie im PvP echt krass ist. So, wo gibt es das Ding? Das Ding gab es mit der letzten Season in der Jahr 5, in der Season 1, im Titel Update 18, dort in dem Season Pass zu bekommen. Und mittlerweile bekommt ihr sie über exotische Behälter und zielgerichteten Loot für Sturmgewehre. Definitiv ein absolutes Must-Have, die Waffe. Kommen wir zu einer weiteren Waffe, die bei mir die Top 5 der liebsten Waffen darstellt. Und zwar ist es die Adlerträger. Das ist eine der Waffen, die wie die Revenus und die Regulus eigentlich nur in den Raids immer zu finden war. Das Ganze sich jetzt ein bisschen geändert hat. Aber das Teil ist auch ein absolutes Monster. Und optisch, wie gesagt, eins der schönsten Sturmgewehre, die ich je in irgendeinem Spiel gesehen habe. Richtig, richtig cool. Und mit einem sehr krassen Talent, was in bestimmten Situationen einen umhauen kann. Schauen wir uns das Ganze an. Und zwar heißt das Talent Angriff des Adlers. Angriff des Adlers. Die Präzision erhöht sich bei ununterbrochenem Feuer auf bis zu 30%. Kopfschuss-Skills gewähren 50 Sekunden lang die Stärkung Zähigkeit. Der Grad der Zähigkeit erhöht sich um 1% für Körperschüsse und um 5% für Kopfschüsse. Zähigkeit bedeutet 40 bis 80% des erlittenen Schadens verzögert sich, bis die Stärkung endet. Während die Stärkung aktiv ist, reduziert sich der gesamte verzögerte Schaden für jeden getöteten Gegner bis zu 100% bei 3 Kills. Sehr, sehr cool, die Waffe an sich, sehr, sehr stark, ein 60er Mag, 57 Schuss pro Minute, was mit dem nächsten Project Resolve Update im Februar zu Season 3 nochmal verbessert wird auf 800 Schuss pro Minute und der Möglichkeit, wie bei allen exotischen Waffen, das dritte Talent umwürfen zu können, dass man aus Kopfschussschaden was anderes machen kann, je nachdem, worauf man Bock hat. Und wo bekommt ihr die Adlerträger her? Wir hatten es eben kurz. Ihr bekommt sie in dem Raid Dunkle Stunden, schön am Airport. Dort, wie gesagt, auch auf normal, nicht im Entdeckermodus. Dort habt ihr eine ganz geringe 1% Chance bei jedem Boss, dass sie droppt. Und halt am Ende, wenn man die entsprechenden Schlüssel hat, für die Kiste aufzumachen, dort eine 10% Chance einmal die Woche beim Öffnen. Zusätzlich halt auch die ganz geringe Chance, wie die anderen Waffen, wie die Revenus und die Bighorn in der Dark Zone selbst, an den Bossen mit der Chance von unter 1%. Lohnt sich definitiv. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr scharf darauf seid, dann macht es definitiv über die Raids, weil die machen richtig Bock. Dark Zone ist immer so eine Sache. Entsprechend absolutes Must-Have, das Ding. So, man merkt schon vielleicht, ich bin Sturmgewehr und MP und LMK-Fan. Sondern sind viele Sturmgewehre, die in meiner Liste stehen, die richtig cool sind. Darunter auch die Chameleon, die exotische, die so ein Hybrid ist aus Sturmgewehr und MP tatsächlich. Sieht aus wie eine aufgemotzte Vector. Sehr, sehr geiles Teil, am einfachsten zu bekommen,
würde ich mal sagen, jeden, den du fragst, der sagt, der kann dich mit Chamäleons zuballern, weil er sie immer gedroppt bekommt. So viele droppen mir gar nicht, mir persönlich nicht. Noch eine gute Möglichkeit, da dran zu kommen, neben dem normalen Kram, was man eh erledigt, wenn man Open World mit rumläuft. Deswegen passt es. So, dieses Teil ist optisch ein Knaller. Verändert je nachdem, was man macht und wo man ist, verändert die Farbe, ne, Chamäleon. Und hat ein sehr, sehr cooles Talent, dass wenn hochgesteckt, wenn alle drei Buffs aktiv sind, ist es mit das stärkste Sturmgewehr im ganzen Spiel. Darf man nicht vergessen. Die Reichweite ist natürlich so ein bisschen der Flaschenhals, weil sie auf kurze und stellenweise mittlere Distanz wirklich stark ist. Alles, was darüber hinausgeht, wird halt schwierig, aber dafür ist sie eh nicht gedacht. Das Talent Adaptive Instinkte, das Erzielen von 30 Kopfschüssen, wert 45 Sekunden lang 20% Chance auf kritische Treffer und 50% Schaden durch kritische Treffer, wenn man den Kopf ziert. Ne? Man sieht dann drei Waben, die sich aufladen, dass man den Buff dann hochsteckt. Richtig cool. Das Erzielen von 75 Körpertreffern gewährt 45 Sekunden lang 90% Waffenschaden. Die Sachen kriegt man eigentlich immer. Ne? Man sollte ja immer versuchen, auf den Kopf zu schießen und die meiste Zeit trifft man in die Brust. Heißt, die ersten beiden Stacks, die sollten kein Problem sein, hochzuballern. Wenn man mit der Waffe spielt, sollte man sich aber einprägen, dass man schaut, dass man den Gegnern auch auf die Beine schießt und den Buff auch hoch macht, weil der erhöht den Damage nochmal extrem. Das Erzielen von 30 Beintreffern gewährt 45 Sekunden lang 150% Nachladetempo. Ihr wisst, ne? Je schneller die Waffe nachgeladen ist, ihr wieder feuern könnt, desto mehr Schaden klopft ihr raus, weil ihr macht mehr Schaden über Zeit. Je mehr man am Schießen ist, desto mehr haut man einfach raus. Es ist einfach nice. Wenn alle drei Buffs oben sind, ist absolut geisteskrank. So, wo bekommt ihr sie her? Zielgerichteten Loot für Sturmgewehre, exotische Behälter, dort könnt ihr sie rausziehen und über Kopfgelder. Einfach Kopfgelder in der Open World machen, da habt ihr eine richtig hohe Chance, eine Chamäleon abzustauben. Deswegen auf jeden Fall viel Spaß für alle, die es noch nicht haben. Das Ding ist absolut nice, auch in nahezu jedem Bild gut zu gebrauchen. Schnappt sie euch. Das exotische LMG Bluescreen ist optisch ein Knaller. Finde ich richtig cool. Vom Namen her absolut, von nichts zu sagen. Bluescreen ist ein bescheuerter Name dafür. Das Talent ist auch sehr speziell. An sich macht Spaß, das Ding. Schauen wir uns das Talent auf jeden Fall mal an. Ihr seht schon, das ist ein absoluter Wälzer. Und zwar ist es statt Zerstörungsmunition. Wenn sie auf einen Gegner schießen, wird er markiert und der Agent erhält bis zu 50 Stapel. Wenn sie auf einen markierten Gegner schießen, wird die Markierung erneuert und der Agent erhält Stapel. Wenn sie eine Fertigkeit ohne Schild verwenden, werden alle Stapel vom Agent entfernt. Und bei allen markierten Zielen wird ein Effekt ausgelöst. Bei 1 bis 10 Stapeln trifft markierte Ziele mit einem Impuls für 5 Sekunden. 11 bis 25 Stapel trifft markierte Gegner mit einem Impuls und stört sie für 5 Sekunden. 26 bis 49 Stapel trifft markierte Ziele mit einem Impuls, stört und desorientiert sie für 5 Sekunden. Und bei maximalen 50 Stapel trifft markierte Ziele mit einem Impuls, stört und desorientiert sie und alle Gegner im Umkreis von 10 Metern rund um die markierten Ziele für 5 Sekunden. Dieser Effekt wird ausgelöst, sobald ein markierter Gegner getötet wird. Das ist ein absoluter Wälzer und so spielt sich das Ganze auch. So, wo bekommt ihr die Bluescreen? Die Bluescreen war in der Season 9 als Season 9 Belohnung im Titel-Update 15 mit dabei. Ihr könnt sie über exotische Behälter bekommen und zielgerichteten Loot, was LMGs angeht. So, je nachdem, wann ihr das Video schaut, muss ich euch was Spezielles sagen zu dieser Waffe hier. Die Eiserne Lunge, das exotische LMG Eiserne Lunge, für mich persönlich tatsächlich mit zu einer meiner Lieblingswaffen geworden, weil ich sie einfach geil finde, besonders in der Kombi hier mit Umbra. Zwar ich optisch Knaller. Optisch ein richtiger Knaller. Und das Talent ist auch cool. So ein paar Sachen würde ich mir noch wünschen, wenn sie ein bisschen die Magazinkapazität erhöhen würden und den Reload so ein bisschen verbessern würden, dann wäre das Ding nochmal eine gute Ecke stärker. Aber was kann die Eiserne Lunge? Also Lunge hat Inbrunst als Talent. Schießen heizt die Waffe auf und füllt die Hitzeanzeige. Die Anzeige entspricht 50% der Standardmagazingröße der Waffe. Wenn die Anzeige voll ist, verbrennen die Geschosse getroffene Gegner. Wenn nicht geschossen,
wird, verringert sich die Anzeige kontinuierlich. Nachladen oder ein Waffenwechsel leert die Anzeige vollständig. Heißt, wenn ihr da Dauerfeuer macht, habt ihr nicht nur geilen Damage, weil der Base Damage ist super, die Schuss pro Minute sind super und ihr macht sehr gut Damage und haltet die Gegner mit Crowd Control, dadurch, dass sie brennen, noch gut in Schach. Richtig cool. Wie gesagt, und in der Kombi mit Umbra gerade so mein Lieblingsbild, meine Lieblingskombi. Wo bekommt ihr sie her? Okay, passt auf. Stand jetzt des Videos befinden wir uns im Jahr 5, in Anführungszeichen, Titel-Update 19, und dort gab es als Season-Belohnung. Das heißt, je nachdem, ihr habt noch ein bisschen Zeit bis Anfang Februar, bis zum 6. Februar, dort soll Project Resolve mit der Season 3 kommen. Das heißt, solltet ihr jetzt noch Zeit haben und könnt den Season Pass hochballern, hier, dann habt ihr, bekommt ihr sie hier, wo ist er, genau, auf Stufe 90 bekommt ihr die Eiserne Lunge und müsst halt einfach nur 90 Level grinden und die bekommt sie definitiv. Nach der Season wird es so sein, dass ihr die Waffe über ja, zielgerichteten Loot und exotische Behälter bekommen könnt. Ja, so auch die Tatsache, wenn ich jetzt, dadurch, dass ich sie jetzt schon freigeschaltet habe über die Season, würde sie jetzt bei mir schon, ist sie jetzt schon im zielgerichteten Loot drin und ich könnte sie nochmal bekommen über exotische Behälter. Deswegen viel Glück bei dem Teil. Ich finde es ein richtig cooler Ding. Und ja. Das exotische LMG Bullet King, die Kugelhölle, ist ja ein sehr, sehr cooles Teil optisch. Ihr seht es auch schon und hat dementsprechend, man kann das Talent schon fast ableiten, wenn man den ganzen Patronengurt sieht, der sich um die Waffe drumherum schlingt. Richtig cooles Ding, angelehnt an den Bullet King aus Division 1, den Endboss. Und was hat das für ein Talent? Und zwar, das Talent heißt, wie die Waffe selbst, Kugelhölle. Diese Waffe muss nie nachgeladen werden. Alle 100 Kugeln, die einen Gegner treffen, wird bei ihnen und ihren Verbündeten etwas Munition aufgefüllt. Heißt, hier ist einfach Dauerfeuer angesagt. Wer gerne ballert, ohne großartig drüber nachzudenken, einfach nur R2 festhalten oder die linke Maustaste, der ist hier, ja, der wird hier perfekt bedient damit. Und wie kommt er an den Bullet King ran? Zielgerichteten Loot für leichte Maschinengewehre, für LMGs, exotische Behälter oder Missionen, in denen Rikers vorkommen. Die Endbosse, die haben eine bisschen erhöhtere Chance. Früher war es so, dann musstest du nach New York und dann hast du sie hier nur in der Wall Street Mission bekommen am Ende. Aber wie gesagt, hier könnt ihr noch mehr machen. Alles, wo Riker mit drin sind, könnt ihr versuchen. Und halt zielgerichteten Loot, wie gesagt, und die exotischen Behälter. Das exotische LMG, die Pestilence, ist mit einer der Lieblinge aus der in der ganzen Division 2 Community, weil sie einfach optisch sehr, sehr cool ist und ein sehr, sehr, ja, sehr, sehr geiles Talent mit sich bringt, was einen sehr coolen Spielstil erlaubt. Und sieht halt auch, ne, wie so gewisse andere Waffen, sieht so aus, als hätte sie jemand in seinem Keller zusammengetackert. Dementsprechend, jetzt schauen wir uns mal das Talent an. Das Talent ist die Seuche der Outcasts. Da fehlt ein bisschen die Beschreibung, sehe ich gerade. Warum fehlt da die Beschreibung? Okay, ist aber nicht schlimm. Ich zeige es euch am besten direkt, damit ihr es auch versteht. Und zwar ist es bei der Waffe so, dass wenn ihr auf einen Gegner feuert, seht ihr hier dieses Zeichen, dieses Outcast-Zeichen. Das ist ein Gift, der kein Statuseffekt ist. Der wird von Waffenschaden beeinflusst. Je mehr Waffenschaden ihr auf dem Gegner drauf habt, desto höher wird der Tick. Und die Waffe ist ziemlich cool und sehr speziell dadurch. Dieser Tick, ihr seht es, der springt auf Gegner über. Hier mal, dann seht ihr es hier. Der springt von einem Gegner auf den anderen über. Was eine coole Sache ist und ja, sieht auch gar nicht mal so wenig ab am Gegner. Also sehr, sehr cooles Teil. Und wo bekommen wir sie her, die Pestilenz? Und zwar zielgerichteten Loot für leichte Maschinengewehre könnt ihr einstellen. Und exotische Behälter, da kann sie auch drin sein. Zusätzlich bekommt ihr sie in der Dark Zone bei den Landmarks, wenn ihr dort rumläuft und halt wenn ihr halt in der Dark Zone die Areale von den Gegnern cleart und dort von den Bossen habt ihr eine Chance, dass sie droppen. Und auch von den Bossen, die einfach hier durch die Gegend wandern. Dort habt ihr auch eine Chance auf die Pestilenz. Deswegen absolutes Must-Have, das Ding.
Richtig, richtig cool. Die exotische Sniper Mantis oder Mantis ist ein sehr, sehr cooles Ding. Und dieses Teil hat ein ganz spezielles Talent. Zwar ist es direkte Sicht. Die Zoom-Ansicht gewährt zusätzliche Informationen zu Gegnern, von denen sie nicht anvisiert werden. Der Kopfschuss und Schwachpunkteschaden bei Gegnern, von denen sie nicht anvisiert werden, wird um 50% erhöht. Kopfschuss-Kills setzen den Cooldown der Köderfertigkeit zurück. Ist der Köder gerade aktiv, wird dieser Bonus erst wirksam, wenn er sich das nächste Mal im Cooldown befindet. Sehr, sehr coole Mechanik. Was der Waffe fehlt, war ein bisschen Damage. Deswegen hat das Project Resolve, geht das ein bisschen an und schraubt da ein bisschen was am Schaden hoch. Deswegen sehr, 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 sehr coole Sniper, auch optisch. Wahnsinn, richtig, richtig schönes Ding, ne? Und wie kommt ihr an die Waffe ran? Und zwar, die gibt's ganz einfach im Targeted Loot. Na, zielgerichteten Loot für Scharfschützengewehre einstellen und exotische Behälter. Wenn ihr die aufmacht, könnt ihr auch drin sein, weil die Waffe gab's damals in der Season 2 als Belohnung während der Season in dem Season Pass. Wie gesagt, für alle gilt auch, wisst in zielgerichteten Loot müsst ihr halt immer drauf achten, wo etwas zur Verfügung steht. Hier zum Beispiel American History Museum wäre heute das Präzisionsgewehr. Müsst halt darauf achten. Es gibt halt zwei Modi wie hier. Der Countdown-Modus und der Summit. Dort könnt ihr den Loot für euch selbst einstellen und könnt halt dort euer Glück versuchen. Ganz mies ranzukommen ist es an das exotische Scharfschützengewehr Nemesis. Weil da ist man ein bisschen abhängig davon, wie die wöchentliche Rotation der invasierten Missionen ist. Da gehen wir jetzt gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Aber was kann das schnieke Ding? Das Ding hat das Talent elektromagnetischer Beschleuniger. Schüsse fügen 0 bis 100% Waffenschaden zu, je nachdem wie lange der Abzug gehalten wird. Quasi man ist im Scope und lädt die Waffe auf und haut da natürlich extrem Damage raus. Das ist ein sehr, sehr cooles Gewehr. Macht Spaß mit der zu spielen. Da ranzukommen, ja, eine Qual. Ich kann mich noch damals daran erinnern, das hat, es hat ein bisschen länger gedauert bei mir. So, wie bekommt ihr das Ding, das Gute? Und zwar, passt auf, ihr müsst auch dort verschiedene Komponenten sammeln und die Komponenten könnt ihr aber nicht direkt nacheinander abarbeiten. Zumindest wenn ihr Glück habt, schon. Wie gesagt, das Ganze hängt zusammen mit den invasierten Missionen hier. Seht das? Wenn im Endgame die Missionen hier rot sind, dann hat die Black Tusk da ihren Einfluss vergrößert und die Mission übernommen und diese müsst ihr nacheinander abarbeiten, um dann entsprechend die letzte Hauptmission spielen zu können. Das erste, was ihr machen müsst, ist natürlich jetzt ein bisschen doof, weil genau der Stützpunkt gesperrt ist, in den ihr eigentlich so normal rein müsst, Tidal Basin, die eh eine Black Tusk Mission ist. Dort müsst ihr rein, wie gesagt, normal, jetzt nicht invasiert ist, geht dort rein. Und dann kommt ihr irgendwann zu dieser Location hier. Ich blende euch ein Bild ein, dann seht ihr das. Ihr betretet dann dieses Gebäude, geht auf einem der unteren Stockbetten. Dort findet ihr eine Black Tusk Keycard, die ihr mitnehmt. Spielt die Mission weiter, sobald ihr im Hovercraft seid. Es kommt, ihr seht das automatisch, geht ihr in den Kontrollraum, wo ihr eine versteckte Tür findet. Diese Tür könnt ihr mit der Keycard öffnen. Ist nicht wirklich schwer zu finden, ihr werdet es direkt merken, wenn ihr die Keycard habt. Im Raum dahinter bekommt ihr eine neue Waffe, die Adrestia SR1. Das Ding kann gar nichts, deswegen wird es zerlegt. Und wenn ihr diese Waffe zerlegt, erhaltet ihr den ersten Teil für die Nemesis, Maximum Rifle Scope The Tully. Oder The Tally oder so. Das ist quasi die erste Komponente, die wir brauchen, um an die Nemesis ranzukommen. Ihr seht, das Ganze dreht sich hier nur um die ganzen Stützpunkte und die wechseln halt. Wie gesagt, im Moment ist es halt Tidal Basin. Ihr braucht halt für die Komponente 2. Dort muss das Kapitol als quasi invasiver Stützpunkt da sein. Und wenn ihr das spielt, kommt am Ende der letzte Boss, David Prime Maxwell. Der droppt den zweiten Teil für die Nemesis, Maximum Rifle Barrel the Scourge. Für die dritte Komponente, dort müssen wir nach Roosevelt Island in der invasierten Version natürlich. Und dort müsst ihr den Boss Shorty umbringen. Und der droppt halt, wie gesagt, die dritte Komponente.
Die vierte Komponente, dafür müsst ihr in die invasierten, in den invasierten Stützpunkt District Union Arena. Dort müsst ihr den Boss Klutz oder Klatz umkloppen und bekommt dann dort Komponente 4. Um an die Blaupause zu kommen, müsst ihr in die invasierte Mission Grand Washington Hotel. Hier einfach rein, sobald die rot ist. Geht dorthin und tötet den allerersten Boss, der rein, der kommt in diesem, in dieser Empfangshalle. Quasi, wenn ihr dort drin seid, dann tötet ihr den Boss und der sollte dann euch die Blaupause droppen für die Nemesis. Und wenn ihr das wirklich alles überstanden habt in dem Zyklus, dann ja, solltet ihr schön die Nemesis craften können. Die exotische Sniper Sacrum Imperium ist mit einer der, ja, mit einer der optisch geilsten Waffen im Spiel, finde ich. Aber auch vom Talent her eine der sinnfreisten überhaupt. Und ich hoffe, dass da noch ein bisschen was gedreht wird. Weil es ist, schau das Ding an, es ist echt ein Knaller. So, gehen wir zu dem Talent. Und zwar ist es die Falle. Markiert bis zu 10 Gegner in der Zieloptik. Wenn der Agent einen markierten Gegner mit einem Kopfschuss tötet, werden alle weiteren Ziele um 50%, im PvP um 20% langsamer und geraten für 10 Sekunden in Brand. Cooldown dafür ist 30 Sekunden. Wenn ein weiterer Gegner mit einem Kopfschuss getötet wird, wird der Cooldown um 10 Sekunden verkürzt. Ziele werden nach einer Sekunde in der Zieloptik markiert. Wie kommt ihr an das schmucke Ding ran? Und zwar war das war die Sacrum Imperium Teil der Season 11 und die gab es dort während der Season als Belohnung. Ansonsten könnt ihr sie über ziegerischen Loot für Scharfschützengewehre farmen und über exotische Behälter bekommen. Das exotische Scharfschützengewehr Grausame Anordnung ist ein sehr, sehr coole SVD. Tatsächlich optisch sehr, sehr schön mit einem sehr speziellen Talent. Und zwar heißt es Stillstand. Der Beschuss von Gegnern kann bis zu 20 Mal gestapelt werden. Kopfschüsse gewähren 2 Stapel, jeder Stapel gewährt 2% Waffenschaden und 5% Kopfschussschaden. Beim Nachladen werden alle Stapel entfernt und sie erhalten für jeden entfernten Stapel 10 Sekunden lang 5% ihrer maximalen Rüstung als vorübergehende Rüstung. Kopfschusskills durch die grausame Anordnung stellen alle Kugeln im Magazin wieder her, dies wird nicht als Nachladen gewertet. Ziemlich cooles Ding, meiner Meinung nach fehlt der aber noch ein bisschen Damage oder ein etwas größeres Magazin. Aber sehr, sehr cool an sich, die Waffe. Wo bekommt ihr sie her? Diese gab es während der Season 9 im Titelupdate 15 als Belohnung. Und die bekommt ihr jetzt aus exotischen Behältern und aus zielgerichtetem Loot für Scharfschützengewehre. Dort könnt ihr sie bekommen. So, und das waren alle exotischen Waffen in Division 2. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch ein bisschen helfen, euren inneren Messi zu befriedigen, dass er alle exotischen Waffen bekommt. Und ich sage vielen lieben Dank fürs Anschauen, Leute, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye.